It's really exciting to think about how this scenario is able to activate the most radical part of Posenenske's work. She called her publics her consumers, so the people who bought the elements or the people who collected them or curated them in some way. And in this workshop that we've devised here, everyone becomes the consumer. Ich habe mir gedacht, dass ich mich eher mit der unsichtbaren Infrastruktur der Meisterhäuser befasse. Also das, was man jetzt nicht unbedingt sieht, was nicht unbedingt mit Architektur oder anderem zu tun hat. Und vor allem, was die rechtliche Infrastruktur angeht. People could come in and interact with scale models designed by Diana of Posenenske's Series DW, which are these incredible cardboard elements. The models themselves allow sort of an agency to come to an individual to configure them. Dazu bin ich jetzt im Stadtarchiv gewesen und habe mir die Konvolute angeguckt, die aber so von 1926 bis 1935 ungefähr eigentlich die Geschichte der Meisterhäuser, ihrer Mieter, ihrer Vermietung, ihres Baus und so weiter erzählen. Das ist eine eher direkte Archivfund und der bringt im Grunde was zur Sprache, was man sonst nicht sieht. Workshops will be held where people can manipulate these models and create configurations. The assembly of these pieces or the vision for them becoming something that is a collective act rather than just the artist as sort of the master. Die Inhaber der Meisterhäuser beschweren sich, dass sie durch den ungehinderten Zugang in ihren Mietsrechten gestört werden. Es soll wiederholt vorgekommen sein, dass das Publikum die Lücke benutzt hat, um sich einen Weg nach der Kreisstraße Ziebig-Großkühner zu verschaffen. Wie der heutige Augenschein ergab, ist die Einzäunung noch immer nicht veranlasst worden, sodass das Publikum noch immer ungehindert über das Grundstück in das Areal der Meisterhäuser eindringen kann. Der provisorische Abschluss, der mit geringen Mitteln durch Stacheldraht und einige Pfähle herzustellen ist, dürfte später wieder entfernt werden können.